gut, schauen wir jetzt ein bisschen tiefer rein, ob da noch irgendwas wieder auferstanden ist. Oder aus den Tiefen rausgekommen ist. Denn wir waren ja eigentlich schon zweimal hier durch. Aber man kann ja nie wissen. Wir sind ja schließlich in dem Tempel des Erzfeindes quasi. Aber erstmal einen neuen Geschwindigkeitstrank. So, und jetzt müssen wir zurück zu dem Tempel im Tempel. Der war wo genau? Das werden wir jetzt gleich schauen müssen. Denn es gab ja doch recht viele Abzweigungen hier. Also es ging einmal da nach oben. Es ging da gerade durch und es ging da auch noch hin. Niam, niam, niam. Gucken wir erstmal gerade durch. Da dürften Stacheln gewesen sein. Ja, da sind Stacheln. Haben wir noch einen Lichtzauber? Das wird das Ganze ein wenig einfacher machen. Nee, hier sind gar keine Stacheln. Okay, gleich wieder zurück. Aber da war so ein seltsamer Stein auf dem Boden. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen der Schamanen besiegt. Das heißt, wir könnten jetzt da hoch. Und darüber hechten. Da steht ja einer. Ja, du. Was machst du denn da? Au. Unser Schwert scheint bei denen nicht wirklich gut zu helfen. Das ist jetzt komisch. Sollen wir jetzt wieder unsere Axt in die Hand nehmen? Oh, und da ist noch eine verschlossene Tür. Gucken wir erstmal. Vielleicht können wir ja sehen, was da drin ist. Und wenn es noch mehr von diesen Viechern sind, dann holen wir unsere Axt raus. Das sieht nicht gut aus. Ja, ganz und gar nicht gut. Einer von den hohen Schamanen. Hatten wir ihn nicht schon alle umgebracht? Sterblicher! Anscheinend nicht. Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Und ihr kriegt gar keinen Schaden durch unser Schwert. Weg, 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 weg. Au, 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 au. Ganz schnell um die Ecke. Und das andere Schwert raus, beziehungsweise die Axt. So. Jetzt nochmal das Ganze. Au. Ja, ist doch gleich viel besser. Gut, dass wir die Rüstung anhaben, sonst wären wir schon längst tot gewesen. So. Dein Schwert und deinen Stab nehmen wir auch mal mit. Ist hier drin sonst noch was? Einmal ein Gitter zu. Na gut. Oh, da unten sind Stacheln. Ah, da sind so eine Markierung zum Gegenschießen. Das probieren wir doch gleich mal aus. Und wir dürfen jetzt freiwillig in die Stacheln herunterspringen. Das ist ja nett. Aber vorher trinken wir noch ein, zwei Heiltränke. Und dann versuchen wir so da reinzuspringen, dass wir auf die Fläche da hinten hechten können. Gucken wir mal. Ah, das lief doch gut. Was haben wir hier? Nochmal ein Schwert von genau der gleichen Machart, die wir schon mal gefunden haben. Und ein komischer Edelstein. Können wir dich mitnehmen? Können betätigen. Und oben scheint das Gitter aufgegangen zu sein. Sehr schön. Und die Stacheln sind gar nicht ausgefahren. Dann hätten wir uns den Sprung auch sparen können. Aber lieber vorsichtig sein. Das ist ja inzwischen zu unserem Motto geworden schon fast. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir überhaupt noch am Leben sind. So, also das war gut, dass wir den noch gefunden haben. Jetzt können wir zu dem anderen Schamanen und dann dürften wir wirklich alle haben.
Denn meine Theorie war ja, in jedem größeren Gebiet hier ist ein Schamane, der dafür zuständig ist. Oh, neue Dämonen. Ja, bei euch probieren wir unser Schwert gar nicht erst aus. Wir wissen, die Axt funktioniert und das reicht uns. Oh, oh, oh. Sind aber ganz schön viele von euch geworden. Dann komm her. So. Da ist noch einer. Voilà, da hinten sind auch welche. Die waren definitiv nicht das letzte Mal hier. Da war nämlich der Eingang zu dem Bereich, der von den Templern bewacht war. Oh, die schießen auch schon mit Feuerbällen auf uns. Garstige Biester, kommt her. Nicht ausweichen. So, dich noch. Also wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Sonst würden sie uns nicht so viele Monster und Dämonen entgegenschmeißen. Also hier waren die ersten Templer. Also wir sind auch schon mal auf dem richtigen Weg zu Khor Kalom, der hier unten ja auch noch irgendwo sein muss. Dann ging es da irgendwo rein. Aber ich glaube, es war hier. Da war dieser Turm, der so ähnlich aussieht wie Xardas Turm. Nochmal einen Geschwindigkeitstrank. Ja, das schaut gut aus. Hier sind diese einzelnen Räume gewesen. Und da war der Lavasee, wo wir einmal außen rumlaufen mussten. Also nicht der Lavasee mit dem Tempel drin, sondern der, wo der Stein war, wo man runterfahren konnte. So, und hier sollten wir jetzt aber doch unser Schwert nehmen. Genau wegen ihm haben wir das Schwert überhaupt erst wieder aufgeladen. Und der wird bestimmt gleich Augen machen. Ja, du. Wehrst dich nicht immer ordentlich, hm? Na komm. Sehr schön. Das kommt alles mit. Und sicherheitshalber wechseln wir mal zurück auf unsere Axt. Denn wir wissen ja, dass ein paar Gegner hier das Schwert irgendwie widerstehen können. Warum auch immer. Da gehen wir lieber auf Nummer sicher mit der Axt. Und falls wir wirklich auf irgendeinen Gegner treffen, wo denn die Axt wiederum nichts bringt, können wir immer noch wechseln. Speichern wir aber erstmal kurz ab. LP. Ach. Nein. 98. Gucken wir es hier. Oh, oh, noch ein Templer. Genau, das meinte ich nämlich gerade. Sobald wir irgendeinen Gegner treffen, den wir mit der Axt nicht verletzen können, können wir immer noch zum Schwert zurückwechseln. Warum auch immer der Templer nicht von unserer Axt verletzt werden kann. Also bei dem hohen Schaman hier ist es ja noch nachvollziehbar. Aber ein einfacher Templer? Hm. Na gut, der eine Templer hat auch gesagt, dass er von seinem Meister hohe Macht verliehen bekommen hat. Aber hohe Macht und Unsterblichkeit, da sind doch schon kleine Unterschiede zwischen, oder? Gucken wir mal, ob das Schwert hilft. Ja, gleich viel besser. So. Und du stehst auch gar nicht mehr auf. Sehr gut. Da ist gleich noch einer von denen. Und das sieht sehr wichtig hier aus. Die ganzen Dekorationen und Säulen an den Seiten. Wir müssen auf dem richtigen Weg sein. Und da sind fünf von diesen seltsamen Steinen. Da probieren wir doch gleich mal die Schwerter reinzustecken. So, Nummer 1. Nummer 2. 3. Wir haben noch 5 Stück, richtig? Ah,
Wir sind schon zu lange hier unten drin. 4, 5, sehr gut. Jetzt sollten wir extrem vorsichtig sein. Definitiv sehr wichtig. Ist das Xardas? Das ist nicht gut, oder? Was will... Kluge Entscheidung. Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den 5 Herzen auf sich hat. Die 5 Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in 5 Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den 5 Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht... Was ist los mit dir? Ich muss... Oh oh, wir sollten uns wirklich beeilen. Aber gut, Heiltrank. Geschwindigkeitstrank. Die 5 Klingen haben wir eben gerade schon benutzt. Das werden wohl die sein. Dann mal Aufi. Sehr ominös. Was haben wir hier? Scheint wohl nur ein Seitengang zu sein. Haben wir noch Licht? Nein, haben wir nicht. Ärgerlich. Lichtzauber haben wir nicht. Richtig. Ja, also Fackel. Nee, hier geht's nicht weiter. Und hier sind noch ein paar Tränke drin. Nee, mit sowas sollten wir uns gar nicht erst aufhalten. Gleich wieder zurück zu dem Gang, wo Xardas war und versuchen, da den Hauptgang zu finden. Also auf der anderen Seite geht es wohl auch weiter, aber das sieht mir auch wie ein Nebengang aus. Geht es hier irgendwo direkt durch? Also von rechts kommen wir. Von da. Irgendwo bei der Statue hier rum. Oh, da sind 2 Gänge. Gucken wir mal kurz hier runter. Ja, da geht's tiefer. Tiefer ist doch bestimmt gut. Die Fackel können wir jetzt weglegen. Neuer Trank her. Und runter da. Schön mit dem Schwert in der Hand. Man weiß ja nie. Und da ist auch schon der erste Templer. Komm her. Und das ist die richtige Waffe. Schön, schön. Die scheinen hier alle durch die Macht des Schläfers verstärkt worden zu sein. Und da unten ist Lava. Oh, das kann doch nicht gut sein. Ja, da werden wir jetzt rüberhechten müssen. Gar nicht gut. Das geht doch bestimmt in die Hose. Abspeichern. LP 99.